Love you. Black Pants Game Studio. Scape. Und damit ein ganz herzliches Willkommen bei About Love, Hate and the Other Ones bei Tobias Bilgeri. Ist ein Spiel von einem deutschen Producer und wir starten direkt mal. Love you. Level 1, der einzige Ausweg aus dieser Höhle scheint der rote Knopf zu sein. Klicke über ihn, um zu ihm zu laufen. Zack, geschafft. Level 2, Hate ist dran. Wähle ihn mit Hilfe der Wechseltaste Tab aus oder klicke ihn einfach an. Okay, klicke, um fortzufahren. Zack, das haben wir auch geschafft. Oh, wir sind so produktiv, schon 2 Level. Level 3, Hate kann Love eine Räuberleiter machen, um an den roten Knopf zu kommen. Oh, dafür muss ich erstmal mit dem hier ein Stück zur Seite. Zack, geschafft, jawohl. So schnell kann's gehen. Level 4, zusammenarbeiten. Dum, dum. Okay, also erstmal auf ihn drauf. Oder auch nicht. Wie könnte das funktionieren? Ah, nein, noch nicht runterfallen. Also hier drauf. Dann wechseln. Zack, hier wieder drauf. Und den Knopf drücken. So, Level 5. Siehst du die Lazy Ones? Klicke sie an, um mit ihnen zu sprechen. Okay, okay, okay. Wo sind denn die Lazy Ones? Das sind die Lazy Ones. I love you. Ah, okay. Mit der rechten Maustaste kann man übrigens auch wechseln, habe ich gerade festgestellt. Jetzt gehen die weg, ne? Mach ich mal rückgängig hier kurz. Den schicken wir mal wieder hier hin. Dum, dum, dum. I love you. I love you. Zack, einmal rüber. Danke. Und wir haben den Button gedrückt. Es wird Zeit, dass Hate mitredet. Ja, Hate muss auch was sagen, natürlich. Gar keine Frage, meine Freunde. Zack. Okay. I love you. So, jetzt kommt aber wieder Love ins Spiel. Oh, geh mal aus dem Weg hier, Hate. Danke. I love you. So, und dann gehen wir einfach rüber. Jetzt durfte Hate auch mal ein bisschen mitreden. Ich finde das Spiel auf jeden Fall eine gute Idee. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es bisher findet. Level 7, arrangier dich. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, wie viele Level es hier gibt. Vielleicht kriege ich das heute schon durch, aber ich weiß es nicht. Der muss weg. Ah, der muss dahin. Hallo. Nein, falsche Taste. Tschüssikowski. Zack, hoch, hoch. Nein,
Nochmal, komm. Und dann einfach laufen. Hate hat's wieder geschafft. Yeah, yeah, yeah. Level 8. Vorsicht jetzt. Vergiss nicht, dass du ungewollte Bewegungen mit dem Undo-Knopf rückgängig machen kannst. Okay, hoffentlich werden wir den nicht brauchen. Aber vielleicht brauchen wir den ja. Oh Gott, okay. Okay, das ist gar nicht so einfach. Also, wir müssen das hier so abbauen, dass das eine Treppe wird. Dafür brauchen wir Love. I love you. I love you. Und Hate brauchen wir dafür auch. Der muss sich nämlich hier hinstellen. Oder brauchen wir Love dafür? Machen wir mal rückgängig. Love muss sich hier hinstellen. Hate muss darüber gehen. Jetzt komme ich darüber. Okay, ich hab's gescheckt. Jetzt kann ich nämlich hier einfach rüberlaufen. Weil das jetzt kein Problem mehr ist. Zack, hochhüpfen, fertig. Du kannst gut mit Love und Hate umgehen. Oh ja. Dum, 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 dum. Oh Gott, was ist das? Okay, erstmal brauche ich hier. I love you. Oh, lass mich doch mal durch. I love you. Zack. Nummer uno. Nummer dos. Gehen wir mit Hate weiter. Zack. 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 Oh, kommt nicht an, weil ne, die Lücke zu groß ist. Jetzt kann man hier einfach rüber, oder? Ja. Gut, okay. Jetzt kommt Level 10. Scheint, als ob Hate zuerst Love befreien müsste. Befreien? Oh Gott, okay. Schauen wir mal, was da kommt. Hä? Oh, okay. Also. Müssen wir hier runter dafür. Zack, ein Häkchen. Zack. Zack, gehen wir darüber, ne? Das war jetzt nicht so schwer, Love zu befreien. Hate hat das prima hingekriegt. Diesmal nicht so schwer, Level 11. Okay, wenn das nicht so schwer ist, dann ist das immer gut. Nicht so schwer, sagen die so. Ja, ist klar. Also, wir müssen da hoch, ne? Also muss der erstmal hier runter. Oh. Zack. 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 I love you. I love you. Wie komme ich jetzt da am besten rüber? Ah, der kommt nicht da ganz hoch. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Was machen wir denn da? Der kommt da auch nicht her. I love you. Wenn ich den da hinpacke. So war die Ausgangssituation. Wenn ich den rüberschubse. Ich Idiot, ja, ich sehe es gerade. Oh Gott, ja. Gehen wir erstmal wieder runter. Zack.
Zack. Zack. I love you. Zack. I love you. Zack. Zack. Nee, wir brauchen Love da drüben. Zack, zack. Man muss ja immer ein bisschen nachdenken, ne? I love you. Zack. I love you. I love you. Zack. I love you. Oh, ich will I den anderen. Gib mir doch den anderen. I love you. Zack. I love you. Zack. Oh, ich will doch nur hier rüber. Zack, geschafft. Okay, war doch ein bisschen komplizierter als gedacht, aber dann, als ich das da unten gesehen hatte, ging es eigentlich. Vorsicht vor der Lücke, Level 12. Du, 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 du. Welche Lücke? Einfach. Zack, zack. I love you. I love you. Oh. Ja, dann komm du runter, Kollege. Oh, komm doch einfach runter. I love you. I love you. Zack, okay, der kam runter. Zack. Dann brauchen wir noch einen. I love you. I love you. I love you. Kann man den nicht hochkriegen? Nochmal alles rückgängig, alles auf Anfang. Wie war denn das da? Okay. Wie mache ich das am besten? Der geht nicht mit? Okay, das war schon mal blöd. Ah, Idee. I love you. I love you. Noch ein? I love you. Noch ein? I love you. So. Rüber, rüber, rüber. I love you. I love you. Das ist komplizierter als gedacht. I love you. Oh, jetzt komme ich da nicht ran. Geh mal zur Seite einen Schritt, danke. I love you. Zack. Zack. Nein. Oh, kann ich auch mit dem machen. I love you. Zack. Und jetzt kann ich hier ganz entspannt hochmarschieren. Alter, das war schon ein bisschen komplizierter. Da muss man ein bisschen nachdenken bei dem Spiel. Das gefällt mir aber auch. Level 13, so nah und doch so fern. Ich mag ja immer so Knobelspiele, auch wenn ich manchmal da dann nicht direkt weiter weiß. Aber das Spiel hier habe ich mir was Cooles ausgesucht, muss ich sagen. Also, schon Töfte. Hier müssen wir gucken, wie wir das am besten machen. Das geht da schon mal nicht durch. Okay, also, wir müssen darüber. Bringen wir den am besten erstmal hier runter. Den hier hin. Dann können wir nämlich den... Oh Gott, ja, können wir nämlich nicht. Machen wir es andersrum. Zack, jetzt können wir den hier rüber lotsen. I love you. I love you. Zack. Können wir den hier ein bisschen weg. Zack. Zack, dann haben wir den schon mal da drüben. Dann gehen wir mit dem hier raus. Gehen wir mit dem hier rüber. I love you. Zack, kommt der ein bisschen näher. Oh, das war jetzt ziemlich fail, oder? Der muss gar nicht näher, nein. Der muss weiter weg.
Mit wem gehen wir denn jetzt rüber? Mit Love? Ziehen wir die hier rüber? 1, 2. Ja, mit Love. Okay, also Hate muss leider hier hin. I love you. Gehen wir erstmal rüber. I love you. Zack. I love you. Zack. Theoretisch brauchen wir jetzt. Aber Hate hier drüben, das ist so ein bisschen das Problem. Oder? Nee, hier noch nicht. I love you. Jetzt können wir eigentlich nur noch mit Love was regeln. I love you. Zack. I love you. Zack. Zack. I love you. Okay, geschafft. Oh Mann, das war schon ein bisschen komplizierter. Oh Mann, oh Mann. Level 14, sehr gut. Schau dir diesen Glowing One an. Er könnte nützlich sein. Okay. Wie auch immer das ist. Einfach reinlaufen, oder was? Hui. Das war jetzt echt sehr schwer. Level 15, sprechen hilft. Dum, dum, dum. Klicke, um fortzufahren. Ich habe eine Idee. I love you. Wie man das regelt, zack. Ah nein, da muss man mit Hate drauf. Beziehungsweise man muss ihm das sagen. Deswegen muss man dann auch hoch mit Hate. Zack, noch einmal. Zack, jetzt kann man da hoch. Ja, und mit diesem 15. Level beenden wir die Folge für heute. Level 16 ist Blas mich weg. Da dürft ihr euch morgen drauf freuen. Ab sofort immer um 16 Uhr. Love, Hate and the Other Ones. Ich verabschiede mich für heute. Hoffe, euch hat das Spiel einigermaßen gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wir hören uns hoffentlich dann morgen um 18 Uhr wieder. Ich sage bis morgen. Haut rein. Ciao.